Okay, weiter geht's. Es lief etwas aus dem Ruder. Bin gleich da. Glaubst du, es ist Harry? Er muss es sein. Er war gerade in Queens. Hat MJ in einen dieser Symbionten verwandelt. Nur schlimmer. Was? Es geht ihr gut. Sie hat sich befreit. Zum Glück schneller als ich. Connors glaubt, dass ich den Anzug zu lange anhatte. Und dass etwas in mir geblieben ist. Du hast recht, es ist wirklich alles ziemlich kompliziert. Ein Schritt nach dem anderen. Bis bald, Miles. Alles klar. Bis gleich. Okay. So, jetzt haben wir noch zwei Punkte übrig. Erfahrungspunkte. Ups. Hier los. Ah, Schwarz- und Goldanzug. Ja, das ist so dieser Prototyp-Anzug. Ist auch aus dem Spider-Man-Film mit Tom Holland, glaube ich. Halten wir den mal frei. Wir nehmen diesen Anzug hier. Einer fehlt noch. Schieße alle EMS-Experimente ab, um diesen Anzug freizuschalten. Aber ich habe doch alle abgeschlossen. Vielleicht kommen noch ein paar hinzu. Das kann natürlich auch sein. Oder er ist nur im New Game Plus verfügbar. Das kann auch sein. Oh. Ich habe zwei Punkte übrig, aber ich kann die letzte Fähigkeit für Miles leider noch nicht freischalten, weil sie noch nicht da ist. Deswegen müssen wir dazu noch warten. Für Miles noch was? Ah, hier. Boah. Absolut Carnage Anzug. Alter, der ist geil. Scheiße, Mann. Gut aus. Übelst. Heldenmarken brauche ich noch. Okay. Ja. Noch irgendwas hinzugekommen an Aktivitäten? Ich glaube nämlich nicht. Was ist hier los? Achso. Fehler. Die MS habe ich noch nicht abgeschlossen. Der einzige Anzug, der für Peter noch fehlt, ne? Mal gerade in der Liste hier nach. Eigentlich sieht das ganz gut aus. Da ist nichts. Gibt es auch kein EMS. Drei von zwei. Komisch. Es kann wirklich sein, dass es wahrscheinlich eher fürs New Game Plus gedacht ist. Okay. Naja, das ist nicht verfügbar. Okay. Ich wollte noch jemandem einen Anruf. Peter? Hi, Miss Morales? Sind Sie gut nach Hause gekommen? Ich wollte nur sicher gehen. Keine Sorge. Es geht uns gut. Und Peter, uns geht es auch gut. Aber geh nächstes Mal ran. Glauben Sie mir, ich werde mich bestens benehmen. Das solltest du auch. Jetzt hilf meinem Sohn. Was soll dieses Imperialistische ständig von ihr? Hilf meinem Sohn. Finde ich nicht cool, wie die mit Peter redet. So gar nicht. So, wir fliegen und jetzt hart links. In Ordnung. Update. Ich habe eben einen faszinierenden Forschungsblock von einer Spitzenprofessorin an der Morningside entdeckt. Sie bezeichnet die Kreaturen, die überall in der Stadt gesichtet werden, als Symbionten, weil sie mit ihrem Wirt eine Symbiose eingehen. Gruselig. Leute. Das ist wirklich echt, aber nur Mut. In der Beschreibung findet ihr... Es ist wirklich echt und es ist wirklich abgefuckt. Evakuierungspläne für ältere Menschen und Hochrisikopersonen. Die Spider-Man kämpfen da draußen für uns, aber sie brauchen unsere Unterstützung. Wir stehen das durch. Gemeinsam. Okay. Symbionten! Sie dürfen niemanden verletzen. Symbionten? Wo? Genau! Holt euch den großen, bösen Spider-Man! Oh Gott, wieder jemand, der ins Krankenhaus muss. Keine Sorge, ich bring dich sofort zu einem Krankenwagen. Oh Gott, ich danke dir.
Oh Gott, ich danke dir. Es ist nur 700 Meter weit weg. Wir haben einfach zu viel Zeit für Leute, um sie zu einem Krankenwagen zu bringen. Aber hey, für die paar mickrigen Erfahrungspunkte, die ich jetzt eh nicht mehr brauche, mache ich das gerne. Fast geschafft! Ich brauche nur eine saubere. Bitteschön, alles okay. Ich hoffe, du hast das Schlimmste hinter dir. Sei gesegnet, Spider-Man! Oh, es gibt noch 100 Technikteile. Entschuldigen. Entschuldigen Sie bitte. Das war mir nicht mehr so ganz klar. Ist es nicht so, dass ich jetzt schon, glaube ich, 2000 Technikteile oder irgendwas habe? Aber sie gerade für nichts ausgeben kann, weil ich alles habe. In diesem Spiel, also fast. Wie gesagt, Anzüge fehlen noch und hier und da die Fähigkeit, aber das war es dann auch schon. Fähigkeit wird ja mit Fähigkeitspunkten gekauft. Deswegen, joa. So, irgendwelche Verbrechen zu machen, lohnt halt nicht mehr. Die Ausbeute ist leider zu gering. Das sieht spannend aus. Ganzes Wurzelkonstrukt hier. Harry war beschäftigt. Ja. Gut, dass das Aufräumteam hier ist. Das ist schlimmer, als ich dachte. Keine Spur von Harry. Er muss hier sein. Genki meinte, dass dort einige Zivilisten eingesperrt sind. Hoffbar haben sie jetzt als Unterschlupf genutzt. Wir bringen sie da sicher raus. Sie können es so viele sein. Als würde er eine Armee aufbauen. Laut seiner Aussage versucht er, die Welt zu heilen. In der App gibt es Dutzende von Nachrichten von Leuten aus dem Rathaus. Sie versuchen, aufs Dach zu gelangen. Dann sollten wir den Weg freimachen. Dort oben ist ein Notausgang. Na los! Was war das denn? Wer? Du da oben. Ich kriege richtig hart auf die Fresse gerade. Na, guten Tag, hier sind noch mehr. Komm hoch. Irgendwo im Gebäude wurde angeblich ein Fenster zerschlagen. Komm schon, Mais! Wir müssen los! Jetzt nicht! Ich will keinen Druck machen, Jungs, aber es klingt nicht gut da drin. Wir arbeiten dran! Die Luft ist rein. Schaffen wir sie raus! Du bist aber groß. Oh Gott. Ist das ein Venom-Klon? Spider-Man! Ding sei immer noch in ihm. Verstehe. Ich glaube, ich kann es aus ihm rauskriegen. Wenn ich zur Quelle gehe. Dann komme ich mit dir. Am
Am Ende lernen wir jetzt den Symbionten zu kontrollieren. Wir werden endlich die Symbiontenkräfte wieder benutzen, weil Peter hat im Vergleich zu Miles keine ultimative Attacke. Wie sieht der Plan aus, Lee? Spider-Man finden. All diese dunkle Materie sollte uns zu ihm führen. Alles klar, bin unterwegs. Wo sind wir überhaupt? Wir sind in Spider-Mans Geist. Ich habe gesehen, was die Kreaturen den Leuten in der Stadt antun. Sie dringen den Kopf ein, manipulieren deine Wünsche. Neidisch, weil sie sie kopiert haben? Ich weiß, das ist ein Witz, aber genau das meine ich. Dieses Ding fürchtet aus irgendeinem Grund meine Macht. Und ich, wir sind die Einzigen, die sein Versteck finden können. Also packen wir es an der Wurzel und Spider-Man ist frei. Das ist der Plan. Also gut. Hört sich so einfach an, aber ich glaube, so einfach wird das nicht. Am Ende ist halt Miles eher das Kryptonit für Venom als Peter. Also, den Symbionten schwächen, Kontrolle übernehmen und dann Spider-Man retten. Womit fangen wir an? Wir müssen rausfinden, woher sein Schmerz kommt. Komm mit. Ich führe dich an den dunkelsten Ort. Aber ich weiß nicht, was uns dort erwartet. War doch auch eingesperrt. Sind die Leute, die er gefangen hat. Es ist logisch, dass Spider-Man an diesen Ort denkt. Die meisten von uns sind seinetwegen hier. Ja. Hier unten. Das ist richtig. Ich glaube, ich habe was gefunden. Ich glaube. Miles! Dr. Octavius. Vulture. Scorpion. Und Elektro. Alle sind so da. Fehlt noch mal ein Gastauftritt. Was war das? Lee? Ein Gefängnisausbruch! Kaum zu glauben, aber ich bin froh, sie zu sehen. Dann gebe ich mein Bestes. Miles! Es kommen mehr! Schon wieder? Na los! Nichts funktioniert! Ich kann sie nicht aufhalten! Wir müssen weiterkämpfen! Alle, die ihr einsperrt, kommen wieder zurück! Ist sicher frustrierend, Schurken einzubuchten. Nur damit sie wieder fliehen und mehr Leid anrichten. Das gehört zum Job. Das weiß er. Was? Ich glaube an die zweite Chance. Nicht auf! Das reicht! Hab's kapiert! Waren Sie das? Nein. Der Symbiont, er hat alle getötet. Problem gelöst. Das glaubt Pete aber nicht. Nein. Aber er könnte sich so fühlen. All diese Schurken. Er dachte, der echte Anzug ist die Lösung. Aber das war er nicht. Er ist eher ein Fluch als Segen. Bin das. Ich. Sie haben viel Schmerz verursacht. Diese Schuld werde ich für den Rest meines Lebens zurückzahlen. Da vorne ist was. Ist was da. Dr. Octavius. Ein Haus. Mays Haus. Ich habe Pete schon länger nicht nach ihr gefragt. Was ist mit mir los? Er vermisst sie. Wenn man sich von einem Teil seines Lebens einnehmen lässt, vergisst man leicht den Rest. Sieh mal, wer da ist. Komm her. Oh Mann. Gleichgewicht ist eine Reise. Kein Ziel. Da
Das ist sie. Sie ist ihretwegen tot. Peter. Oh, scheiße. Nicht wieder, nicht schon wieder. Symbionten-Tentakelangriff. Ihre Kraft hat denselben Effekt hier drin. Ja. Ich glaub schon. Die sind wohl mal fies. Mein ganzes Leben hat sich um diesen Ort gedreht. Näher werde ich wahrscheinlich nie wieder kommen, ihn mir anzusehen. Und das verdiene ich auch nicht. Lee, was hat sie angetrieben? Was wollten sie? Rache. Das wissen wir doch noch aus Spider-Man Miles Morales. Deswegen, ich glaube, um die Story so ein bisschen zu verstehen, ist es halt schon gut, wenn man die ersten beiden Spiele nochmal zuvor gespielt hat. Es gibt so eine Zusammenfassung, glaube ich. Bin mir aber nicht mehr komplett sicher, aber wenn wir das beseitigen, können wir ihn vielleicht retten. Damit man die Story ein bisschen mehr rafft und was es mit den ganzen Charakteren hier natürlich auf sich hat. Nein. Es muss auch anders gehen. Vielleicht. Vielleicht. Eine Option haben wir noch. Wenn ich meine Kraft in den Symbionten leiten kann, könnte ihn das neutralisieren und Peter befreien. Was passiert dann mit ihm? Das werden wir sehen. Denn das meine letzte Gelegenheit ist, Ihnen was zu sagen. Ich verzeihe Ihnen nicht. Ich kann es einfach nicht. Aber ich kann diesen Hass nicht ewig mit mir rumtragen. Also klären wir das. Sie und ich. Bereit? Wie gefällt Ihnen das? Okay, jetzt haben wir eine neue Fähigkeit. Galvanisierung mit L1 plus X. Es überträgt sich auf alle. Von mir hast du die nicht? Hab ich nicht? Ist ja super geil. Es hat mal so viele Kräfte. Ich weiß gar nicht, was ich da nehmen soll. Muss ich mal nachher gucken in den Einstellungen. Aber eben auch das Gespräch mit Lee fand ich sehr schön. Irgendwie so eine Art Redemption hat er jetzt bekommen für seine Taten und macht sich jetzt gerade. Sorry, das war ein Fehler. Tja, wie Sie sagten, man muss sein Bestes geben. Probieren Sie es vielleicht mal auf meine Art. Ich glaube nicht, dass ich ein überzeugender Held wäre. Man weiß ja nie. Wie lange braucht er noch?
Ich glaube, es waren sie alle. Killy, ich bin da. Hilfe! Ich komme! Die Eck drücken. Gott. Geschafft. Komm schon, Spider-Man. Miles? Spider-Man! Spider-Man, wach auf! Der weiße Anzug. Ja, wie geil. Ich schaff das. Der kommt auch aus den Comics. Die Anti-Venom-Angriffe verleihen Symbionten-Gegnern Anti-Venom-Status, sodass sie zusätzlichen Schaden erleiden. Das ist mehr als ein neuer Anzug. Oh ja. Anti-Venom-Bombe. Oh, was ist das? Miles, was war das denn bitte? Die und ich haben den Symbionten. Es ist nämlich der noch da war. Reverse, der Anzug. Jetzt haben wir quasi die Symbiontenkräfte, aber nicht mit Venom. Miles, das ist... Langsam reicht ein einfaches Dankeschön nicht mehr aus. Ich weiß. Versuch. Ich hab ihn nicht verdient. Das ist also der letzte Anzug für Peter, wenn man so möchte. Von der Story her gesehen. So, jetzt ist es wahrscheinlich Zeit, die ultimative Fähigkeit einzusetzen. Anti-Venom-Sturm. Ah, schön. Versuchen wir es doch nochmal! Genau, jetzt kriegt er ordentlich auf die Fresse. So, weg mit dir. Wir haben dich wieder. Ich sollte mich wohl bedanken. Ich habe Jahre meines Lebens nur an Rache gedacht. Und dadurch alles verloren. Ihr habt mich daran erinnert, dass ich nicht so bin. Hilfst du einem, hilfst du allen. Wo wollen Sie hin? Die Dinge richtigstellen. Auf deine Art.
Wow. Deinen größten Gegner zu läutern. Das habe ich noch nie geschafft. Vielleicht hatte MJ recht. Wozu braucht die Stadt mich, wenn sie dich hat? Weißt du, ich glaube, diese Stadt kann gut zwei Spider-Man brauchen. Verschwind mir von hier. Frage ist, ob wir jetzt die Symbiontenkräfte dauerhaft haben oder ob wir die nochmal wechseln können zu den anderen. Noch nicht. Kam was dazwischen. Ich glaube, Miles hat mich gerade gerettet. Was ist passiert? Es gab noch einen Symbionten in mir. Er hat die Kontrolle übernommen. Aber Martin Lee hat mir seine Kräfte gegeben. Ich fühle mich anders. Die Stimmen sind weg, aber die Kräfte sind noch da. Das ist unglaublich. Und Pete... Allerdings. Damit du es weißt, ich habe meinen Namen von dem Artikel entfernen lassen. Und meinem Vermieter gekündigt. Und was heißt das? Das heißt, wenn die Welt in ein außerirdisches Ödland verwandelt werden sollte, würde ich mit niemandem lieber im Schleim stecken als mit dir. Ah, geht mir ganz genauso. Halt nach Harry Ausschau. Ich melde mich, wenn ich was höre. Okay. Während der Suche nach Harry, sollte Spidey auch noch anderen helfen. Genau. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge von Spider-Man 2. Wir sind jetzt hier erstmal am Ende dieser Folge angelangt, aber ihr habt gesehen, da sind noch neue Symbionten-Nester aufgetaucht. Die werde ich jetzt erstmal ausräuchern gehen, bevor wir dann in der nächsten Folge, denke ich mal, uns Harry stellen. Also es könnte sein, dass die nächste Folge die letzte sein wird. Deswegen bleibt dran und seid gespannt, wie das große Finale von Spider-Man 2 aussehen wird und was uns noch vielleicht in einem zukünftigen Spider-Man-Spiel erwarten wird. Vielleicht teast Insomniac ja schon was an. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Spider-Man 2.